Recht herzlich willkommen zur 64. Folge von Stellaris. Ja, wir sind hier unterwegs, haben letztes Mal dieses Sternsystem oder was auch immer es wieder dazugekriegt. Die haben sich entschieden, zu uns zu gehören. Vielleicht wird das mit anderen Regionen auch passieren. Müssen wir mal schauen. Und ja, gucken wir doch mal hier so rein. Gibt es denn da irgendwie was, was wir machen können? Untersuchung verfügbar. Abschluss in 3 Monaten. Machen wir doch mal, oder? Gut, läuft. Und dann können wir das hier mal gucken. Alle auf Karte verfolgen? Nö. Wir haben keine Grenzzugang für dieses Projekt, okay. Okay, dann geht das nicht. Dann ist das erledigt erstmal. Ha? Ach so, das war nicht zum Aufklappen, das eben, ne? Wissenschaftler ist vor Ort. Wissenschaftlerfähigkeit 1 hat Fähigkeit 5 oder höher. Hat ein Forschungsschiff im Orbit. Mhm. Gehe zu. Da ist das Forschungsschiff, aber da wird wahrscheinlich die Person, die da war, möchten Sie diese Anführung wirklich abrufen von? Ja, möchte ich. Und dann können wir das da tauschen, einfach aus dem Grunde, weil ich nämlich das ins Beachten ist und so. Ah, jetzt in eine Pause gegangen, ne? Ja, das hört sich gut an, ne? So, diese Person ist dann verfügbar. Die machen wir dahin, weil da brauchen wir nämlich jetzt auf dem Forschungsschiff dann diese Person, die das hier machen kann. Aber jetzt Kuru Heimatwelt. Das ist hier. Projekt erforschen. Ach, das sind nur 4 Sterne. Ich dachte, das wären 5 Sterne. Okay. Na, dann klappt das noch nicht. Dann müssen wir da nochmal überlegen, was wir mit diesem System dann machen. Da darf ich wohl nicht. Dann würde ich sagen, lass uns mal gucken, ob wir hier noch. Ja, hier noch. Oder da. Oder doch hier. Das ist jetzt komisch. Ach so, das ist nicht komisch. Das liegt einfach daran, dass ich das schon alles erforscht habe. Okay. Und hier. Hier geht auch nicht, da komme ich nicht hin wahrscheinlich. Wie ist es denn hier oben? Okay, da gibt es einen Weg dahin. Und hier war ich aber auch schon, deswegen kann man hier auch nichts erforschen. Da darf ich nicht. Ja, das gestaltet sich jetzt wieder schwierig, ne? Ja, was ist mit diesem hier? Da müsste ich doch diese beide auch eingemeinen können, oder? Schauen wir doch mal da gerade rein. Ah, da geht schon, siehst du? Da geht auch was. Okay, dieses Reich weicht zurück, oder wie ist das? Macht auf jeden Fall diesen Eindruck, ne? Ja, dann schließen wir das und machen das nochmal mit Dimmis. Verwalten wir auch nochmal den Sektor.
Aber da gibt's nichts zu verwalten, da geht nichts. Das haben wir schon gemacht. Ich glaube, das haben wir schon auf dem anderen, oder? Ja, das ist... Hier ist die Grenze. Das lassen wir auch mal besser so. Oder? Nee. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Aber wir können das nochmal hier gerade schauen. Ist das denn nicht... Doch, der ist da schon drin. Alles klar. Gut. Läuft. So. Das Forschungsschiff fliegt jetzt woanders hin. Naja, das sollte jetzt auch irgendwo Forschung betreiben, damit wir Infos kriegen, ne? Hier ist irgendwie das Loch oder was. Gut, Essen passt. Überall sind positive Werte gerade zu sehen. Das ist doch schon mal was wert. Warum jetzt hier dieser Planet? Ach so, ja, klar. Das ist unsere Hauptstadt, ne? Deswegen. Ja, nochmal. Nee, das wollte ich ja nicht. Ich wollte dahin, so. Und da wollte ich hin und die Oberfläche angucken, so. Und da ist alles schwierig. Kann man nichts befreien. Okay, das war es auch wieder nicht. Das ist es. Aha. Bewohnermodifikator, aber hier kann man nichts upgraden gerade und wir können auch nichts von diesem Zeug da befreien. Das wäre natürlich auch noch wichtig, ne? Die sind nicht so nett, ne? Die haben sich da von uns getrennt. Okay, ein Wissenschaftler verloren. Müssen wir einen rekrutieren. Alter 37, 47, das ist der Jüngste. 50 kostet uns sowieso. Ja, komm, zack. Und verfügbar. Ja, der muss ich jetzt noch etablieren, ne? Läuft erstmal soweit. Anführer fehlt da auch noch einer. Okay, sind da zwei gestorben? Nee, ne? 43, 40 ist hier unten. Ja, komm, zack. Und auswählen. Forschungschef. Anführer verstorben. Die haben nichts Angriffversprechen, okay. Gut. Das ist unsere Flotten? Nee, ne, oder? Nee, glaube ich nicht. Das sind ja auch nicht unsere. Wohl. Wie sieht's da aus? Wieder den falschen Weg gewählt, ne? So wollte ich's machen. Kann man auch nichts wegmachen. Die haben noch da und da. Gut. Da kann man nichts wegmachen, aber hier ist noch ausbaufähig, ne? Raumhafen Startmodul. Ach so, da sollten wir vielleicht auch mal nachgucken, wo unser Raumhafen ist, ne? Der war da geblieben, ne, oder? Nee. Kann man das auch irgendwo... Dürre. Unzufrieden. Ja, das ist ja kein Problem, die Energiecredits da abzugeben. Okay.
Disziplin und Erlasse. Ingenieurforschung, Sozialforschung fördern, ja. Erforschung der Sterne. Informationsquarantäne. Mhm. Hier oben ist ganz viel, oder was? Kriegsphilosophie, okay. Flüchtlinge. Sklaverei und Säuberung. Ach, das ist doch alle nicht das, was ich jetzt gerade will. Tradition. Expansionsplaner. Da haben wir noch lange nichts. Ist alles noch am Laufen. Hier fehlt uns der Wissenschaftler mit den 5 Sternen. Kontakte. Ja, Kontakte ist schön und gut, aber wir haben gerade keine guten Kontakte. Nach ihrer Meinung sortieren. Ja, wir haben gute Kontakte zu denen. Wer ist denn das? Gehe zu. Da sind die. Das ist da und das ist da, okay. Die sind weit weg, deswegen gibt es da gute Kontakte, ne? Oberfläche. Jarak-Ila. Hm. Wie, gibt es einen zweiten Planeten jetzt, oder was? Ha? Wo ist denn das jetzt hier? Okay, warte mal, da gehen wir nochmal auf die Karte und springen da rein. Das ist die Oberfläche. Okay. Jarak 2a. Jarak 4. Ah. Der sitzt daneben. Alles klar. Da brauchen wir 75 Points für, ne? Und wie viel haben wir? 25 steigen mit 2. Ist ein bisschen schwach, ne? Dann können die auf dem Mond leben. Interessant. Handelsangebot. Jo. Mach mal grad Pause. Die kriegen, wir geben Mineralien und Forschungsabkommen. Das heißt, für uns ist das schlechter. Mineralien sind das. Nö, die brauche ich selber. Das lehnen wir ab. Schon wieder ein Anführer verstorben. Unerwarteter Sturm, alles klar. Jetzt sag mir mal, wieso wird denn der jetzt nicht angezeigt? Gouverneur André. Ach so, der war wohl hier auf diesem Planeten, der Gouverneur, ne? Kein Gouverneur, genau. Die sind's nicht. Und die können wir uns gar nicht leisten, weil die 50 kosten gerade. Gut, dann müssen wir dann noch warten. Bis das Geld zusammen ist dafür, ne? Und wir müssen das hier irgendwie noch mehr kriegen, ne? Defensivabkommen, Außenposten, kosten 2. Tja, auf Lager haben wir gerade 30. Wir gewinnen 2,42 monatlich dazu. Ist jetzt auch nicht so prickelnd, ne?
Das Projekt kriegen wir auch noch nicht. Naja. Jimmy's Prime. Und hier sind Schiffe ohne Ende, oder was? Wir haben jetzt immer unseren Raumhafen noch nicht gefunden, den wir noch suchen, ne? Oder wie war das? Wo finde ich den denn überhaupt hier? Das sind die Rassen. Kann man da irgendwo durchblättern oder so? Ist der Outliner. Sektoren, ist klar. Dann kommst du da hin. Auch da. Forschungsschiff ist auch klar. Das sind unsere Flotten. Und das ist unsere Basis. Wo war unser Raumhafen? Hier. Hier ist er. Oder hier ist einer vielleicht. Ich weiß nicht, ob es einer ist oder mehr. Observatorium. Das ist ein Netzwerk. Solarkollektor. Solarkollektor. Solarkollektor Netzwerk. Kostet das? Energiecredits 3. Und halt kostet das einen längens, das können wir uns leisten. Zack, machen wir. So, Konstruktionsschiff, Forschungsschiff, ja. Haben wir das nicht schon mal irgendwo gemacht? Ich weiß es nicht. Ich würde das jetzt mal raushauen, ne, dass wir das machen. Weil wir müssen ja irgendwann mal wieder hochkommen. Raumhafen Stufe 3 und das wäre 4. Gut. Corvette kostet dann noch sowas. Forschungsschiff haben wir. Brauchen wir erst nicht. Mehr geht da erstmal nicht. Wahrscheinlich, weil wir dann weiter Stufen ausbauen müssen. Okay. Läuft, ne? Gut, aber ich würde sagen, dann machen wir erst hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.